Hi zusammen und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Ich hatte mit euch vor ungefähr einem Monat Linsen von TTD Eye getestet und das Ganze machen wir heute nochmal. Allerdings werde ich mir das diesmal in so ein paar Tage unterteilen. Heute ist nämlich zum Beispiel Silvester und ich möchte heute Polar Lights Grey mit euch ausprobieren. Ich werde die Linse jetzt gleich reinmachen, dass ihr auf einem Auge wie immer die Linse seht und auf dem anderen Auge meine Naturaugenfarbe. Somit könnt ihr dann für euch gucken, wie würde das bei euch circa aussehen. Ich habe ja relativ helle Augen noch im Gegensatz zu, wenn man zum Beispiel braune Augen hat, darauf decken die Linsen meistens noch krasser. Bei mir, ich habe blau-grün-graue Augen, dementsprechend müsst ihr euch das dann auf blau-grün-grauen Augen vorstellen. Ihr findet aber auf der Webseite auch immer Tragebilder von Mädels, die meistens braune Augen haben. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin unfassbar zufrieden mit TTD Eye und trage die, seitdem ich die euch vorgestellt habe, auch nur noch. Ich bin wirklich mehr als begeistert. Ich schaue jetzt nochmal, denn ich glaube, ich habe sogar nochmal einen Rabattcode für euch diesmal. Genau, mit dem Code NESSA, N-E-S-S-A-A, bekommt ihr ganze 15% Rabatt und ihr bekommt wieder einmal das Angebot, wenn ihr 3 Linsen kauft, bekommt ihr 2 zusätzlich umsonst. Also das heißt, gesamt kauft ihr dann 5 Linsen. Oder wenn ihr 5 Linsen kauft, bekommt ihr 5 Linsen zusätzlich gratis. Finde ich perfekt. Ich werde euch heute 9 verschiedene Farben vorstellen. Und nein, diesmal sind es nicht nur Brauntöne, sondern diesmal habe ich darauf geachtet, dass wir Grau, Blau, Grün, wir haben wirklich von allem was dabei. Und ich freue mich mega, euch das Ganze vorzustellen und würde sagen, wir starten direkt. Die Linse ist drin und das ist Polar Lights Grey. Ich muss ehrlich gestehen, ich finde, die sehen so krass natürlich aus. Die sind zwar relativ hell vom Ton her, aber absolut nicht unnatürlich. Ein wunderschöner Ton und die werde ich heute auf jeden Fall tragen. Ich freue mich jetzt schon mega drauf und würde sagen, ich zeige euch das Ganze jetzt nochmal mit beiden Linsen drin, weil ich halt heute beide auch tragen werde. So sehen beide Augen dann mit Polar Lights Grey aus und ich finde den Ton wirklich unfassbar schön. Also gefällt mir übertrieben gut. Hätte ich gar nicht gedacht, dass mir graue Augen so krass an mir gefallen. Aber ich dachte mir, wir probieren das mal aus. Ich finde sogar, dass in meinen Augen die so leicht bläulich-gräulich wirken. Einfach, weil ich halt blau-grün-graue Augen habe und dieses Grau, dieses Blaue so ein bisschen noch hervorhebt. Aber ich finde den Ton wirklich unfassbar schön und würde sagen, wir sehen uns dann morgen oder übermorgen, je nachdem, wann ich weiter drehe, wieder mit dem nächsten Farbton. So, jetzt haben wir die Farbe Polar Lights Blue Grey. So mache ich das übrigens immer. Ihr bekommt bei den TTD Eye Linsen immer so ein Päckchen mit und ich mache immer auf den Linsenbehälter hinten einmal den Sticker drauf, wo drauf steht, was für eine Farbe drin ist. Das ist jetzt Polar Lights Blue Grey. Und das habe ich hier drin. Hier ist meine richtige Augenfarbe, wenn ihr das sehen könnt. Und ich muss ehrlich gestehen, der Ton ist natürlicher, als ich gedacht hätte. Ich finde den Ton viel, viel natürlicher, als ich ihn erwartet hätte, wo ich den Namen gehört habe, beziehungsweise den Farbennamen. Und ich finde, es sieht sehr, sehr schön aus. Also sehr natürlicher Ton hebt meine eigene Augenfarbe so ein bisschen hervor, ohne dass es zu unnatürlich wirkt. Und das finde ich persönlich sehr, sehr schön. Ich hoffe, ihr seht genau, was ich meine, weil hier ist, wie gesagt, die Linse drin. Hier ist keine drin. Ich werde das jetzt auch immer im rechten Auge machen, weil ich da einfach ein bisschen schneller bin, was Linsenwechseln angeht. Aber ich finde den Ton wirklich wunderschön. Dann haben wir als nächstes die Farbe Himalaya Grey. Ein wunderschöner Grauton. Ihr seht es hier. Ich finde den Rand dazu so perfekt und ich glaube, das wird definitiv eines meiner Favoritenlinsen sein. Ich finde die unfassbar schön, die Farbe. Sehr, sehr natürlich, aber dennoch so das gewisse Etwas. Und irgendwie erinnert mich das so ein bisschen an so Husky-Augen. Sehr, sehr schön. Absoluter Favorit von mir. Dann haben wir als nächstes den Ton Vanilla Grey. Wunderschöner Ton, so ein richtig riches, dunkel, grau, blau. Sehr, sehr toller Ton. Gefällt mir übertrieben gut. Auch unfassbar natürlich durch den Rand, der außen ist. Gefällt mir das richtig gut. Ich mochte eigentlich nie Ränder bei Linsen, aber seitdem ich TTD Eye trage, liebe ich Ränder bei Linsen. Dann haben wir als nächstes Taylor Green und den Ton finde ich auch sehr, sehr schön natürlich. Er hebt dieses Grün von meinem Auge hervor, ohne zu viel zu wirken. Es gefällt mir richtig gut. Es ist so natürlich und es macht einfach so dieses gewisse Etwas und das lieben wir. So, ihr Mäuse, neuer Tag, neues Glück. Ich habe schon die nächsten Linsen drin und zwar die Farbe Kitten Blue. Es ist mal was anderes. Ich muss ehrlich gestehen, ich mag eigentlich blaue Linsen an mir gar nicht so gerne, aber ich dachte mir so, komm, wir probieren es mal aus, weil es was anderes ist. Es ist so,
Ich weiß nicht warum, ich kann es euch nicht erklären. Ich mag mich mit blauen Augen nicht so. Ich weiß nicht, ob ihr es genauso fühlt wie ich gerade oder ob ihr sagt, ey, die Linsen sind sau schön. Ich finde die Linsen auch unfassbar schön. Aber ich kann euch gar nicht erklären, warum ich sie an mir nicht so schön finde. Also, ich mag im Allgemeinen blaue Linsen nicht so. Ich finde diese noch so ein bisschen anders als so purblau, weil die haben so einen blauen Rand und innen drin sind die so gräulich. Das gefällt mir schon richtig gut. Dafür finde ich die sehr, sehr toll. Aber so an sich, blaue Linsen. Ich weiß nicht, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich werde irgendwie an mir persönlich nicht warm mit blauen Linsen. Ich bin einfach, glaube ich, wirklich Team Grün und Team braune Linsen mag ich an mir, glaube ich, wirklich am liebsten. Dann haben wir als nächstes die Farbe Juicy Blue und die gefällt mir richtig gut, weil die eher so einen gräulicheren Unterton hat. Die ist zwar schon blau, die ist auch heller als das Blau von eben, aber ich mag die Linse, glaube ich, lieber als die von eben. Ich bin immer auf den Schnitt gespannt, weil dadurch, dass ich immer nur eine Linse drin habe, sehe ich halt wirklich nur die Hälfte und dementsprechend kann ich es immer noch nicht so ganz beurteilen und sehe es dann meistens im Schnitt und denke mir so, ja Mann, das ist es oder das ist es. Und die mag ich wirklich sehr gerne. Als nächstes haben wir die Farbe HD Green und ich finde den Ton wunderschön. Er gefällt mir richtig gut, er kommt richtig gut auf meinen Augen rüber und das ist eines meiner absoluten Favoriten, weil ich einfach Team grüne Linsen bin an mir. Ich mag das enorm gerne. Ich habe ja blau-grün-graue Augen und ich mag das, wenn dieses Grüne so hervorgehoben wird. Obwohl meine Augen, glaube ich, sogar so ein bisschen mehr blau-grau sind als grün, aber dieser leichte grüne Unterton, ich liebe das, wenn der hervorgehoben wird und das macht diese Linse wirklich perfekt. Zu guter Letzt haben wir den Ton Trinity Green und Leute, ich liebe den. Ich werde den jetzt mal auf beide Augen anziehen, weil das ist die Farbe, die ich heute auf jeden Fall tragen möchte. Und das mache ich jetzt mal, dann sehen wir uns nochmal zu einem Endfazit wieder, aber ich liebe den Ton. Also ich finde die Farbe so schön. Ich habe das Gefühl, heute in den Kameras kommen die Farben nicht ganz so rüber, wie ich sie gerade in live sehe. Die Farbe ist auf meinem Auge so ein Mix aus Grün und so einem hellkaramellbraun Olivton. Ich finde diesen Ton so wunderschön. Ich habe mich echt verliebt und das wären auf jeden Fall meine neuen Favoritenlinsen von allen. Und ich bin sehr, sehr happy, das Ganze jetzt mit euch getestet zu haben. Ich freue mich auf weitere Videos mit TTDI und ihr werdet auch noch ganz, ganz viel davon sehen. Ich bin wirklich verliebt in deren Qualität, in deren Vielfältigkeit. Es ist wirklich eine richtig tolle Marke. Ich setze euch natürlich meinen Link nochmal unten in die Videobeschreibung rein. Meinen Code schreibe ich euch auch nochmal hier rein. Schaut gerne, gerne bei denen vorbei. Die haben wirklich ein unfassbar vielfältiges Angebot an Farben, was Linsen angeht. Und ich freue mich einfach jetzt schon darauf, die das ganze Jahr über zu tragen und immer mal wieder da, mal da probieren zu können. Und ich liebe das einfach. Ich finde, Linsen machen einfach super viel aus und ändern bei mir immer meinen Mut, wenn ich ehrlich bin. Das ist wirklich krass. Und ja, ich bin wirklich sehr, sehr happy und begeistert. Liebe mal wieder das Endergebnis von dem Ganzen hier. Ich setze auf jeden Fall, wie ich eben schon gesagt habe, alles unten rein. Und ich habe euch heute gar nicht die Packung gezeigt, ne? Die Packung ist immer noch so zuckersüß. Ich finde das so schön. Und ja, ich würde sagen, Leute, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Vergesst nicht, mich zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder und bis dann. Ciao, ciao.